Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica, einer weiteren Folge hier auf meinem Channel. Und wir wollten schauen, beziehungsweise in der letzten Folge haben wir den Laserschneider kennengelernt, also die Blaupause davon. Und ich würde tatsächlich in der Folge mal schauen, ob wir ein bisschen Titan finden. Das heißt, von der Station würde ich mal in die Richtung, da haben wir Titan gefunden. Weil wir brauchen dafür noch einmal Titan. Und dann wollte ich mal gucken, ob wir damit vielleicht Lithium abbauen können. Weiß ja nicht, ob wir noch ein bisschen mehr, ja, Sachen finden. Blaupausen oder so, weiß ich halt nicht. Muss erst mal gucken. Unter dem Meer. Und wir haben beim letzten Mal, bei der vorletzten Folge, eine Insel gefunden, ne? Die ist jetzt auch einfach weg. Keine Ahnung, wo die ist, ob die gleich wieder auftaucht, urplötzlich. Na, schauen wir mal. Okay. Alter, ist das tief hier. Oha. 40, 50 Meter, 60 Meter und immer noch kein Grund. Alter Schwede. Ich würde auch gerne mal so eine mobile Fahrzeugstation einfach bauen. Was? Ist das die Insel oder ist das eine andere? Um halt mal zu schauen, ob, das ist bestimmt die Insel, ne? Okay, die baut sich also auf. Ah, ist ja nicht so schön. Oder ist das eine andere? Ne, das ist die Insel, ne? Um halt mal zu schauen. Oh, was ist das denn hier? Cool. So sieht es also unter der Insel aus. Ach, guck mal, hier ist sogar... Ach, guck mal, hier so eine Lagune. Das ist ja geil. Ach, schön. Ja. Diamant. Diamonds are forever. Diamonds are forever. Gibt's hier keinen Grund irgendwie, wo man mal ein bisschen suchen kann? Diamanten? Hallo? Da ist der Grund des Meeres. Diamonds are forever. Oha. Fast 200 Meter. Ich halte das für sehr bedenklich. Oh, guck mal hier. Blei, Alter. Boah, 140 Meter. Alter Schwede, das ist schon nicht ohne, ne? Da braucht man schon ein bisschen, bis man oben ist. Und wir haben auch nicht mehr so viel Saft in dem Gleiter. Ich düse nochmal zurück. Vielleicht haben wir Glück und finden da nochmal ein bisschen Diamant. Der verbraucht aber auch Energie, ne? Alter Schwede. Mal gucken, was wir nochmal brauchen für eine Batterie. Hier ist halt einfach nichts, ne? Okay, die Insel, die spawnt halt einfach. Da sieht man sie so ein bisschen. Okay, schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja hier nochmal ein bisschen Diamant. Diamonds are forever. So. Hallo, hallo. Diamond. Kupfererz, ganz toll.
schauen wir mal. Was wir in die Tiefen des Ozeans noch so finden. Was ist das? Das ist Salz. Ja. Ich will jetzt auch nicht unbedingt in der Höhle rein jonglieren, weil ich weiß nicht, wie gut wir da rausfinden. Denn da kann man sich ganz schnell verirren. Und da ich sowieso eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe habe, kenne ich mein Glück. Und dann ersaufen wir. Oh, guck mal. Brauchen wir gar nicht so weit reisen. Ne. Ah, ist ja 500 Meter. War ja beim letzten Mal auch. Ich glaube, es ist dasselbe Dings, ne? Ich glaube, das ist derselbe Brocken, ne? Aber Diamant. Titan. Ja, Titan. Titan, Titan. Ich hätte gerne noch mal ein bisschen... Ja, nicht Titan, sondern... Na, wie hieß es denn? Diamant. Noch mehr Salzablagerungen. Noch mehr Kisten. Weil solange wir keinen... Ach, hier ist auch nochmal so ein Fragment. Also gibt es mehrere. Also wären wir vielleicht früher oder später vielleicht hier fündig geworden. Was ist das denn hier? Okay. So, unser Gleiter ist gleich leer. Da ist unsere Base. Okay. Diamonds are forever. So, das war's. Jetzt heißt es schwimmen. Schwimmen. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein bisschen länger, bis wir wieder oben sind. Aber unsere Freunde sind ja da im Hintergrund. Brrr, Kali, was ist los da? Hast du Hunger? Kali, melde dich nochmal bei mir. Blub, blub. Sauerstoff. Das ganze Let's Play so. Let's Play die ganze Zeit so, also so reden. Danke fürs Zusehen. So. Ja, Freunde, Diamant. So, mal gucken. Jetzt suchen wir Lithium und Diamant. Das ist ja ganz toll. Mal Lithium haben wir gefunden, aber... Oha, er hat Hunger. Er hat Hunger, der Freund. Gut. Genau, können wir gucken, wie wir eine Batterie erstellen, damit wir mit dem Gleiter ein bisschen mobiler sind. La la la. Und ich gucke noch wegen Medipack nochmal. Ah, so. Ja, Medipack fertig. Nice. Haben wir eigentlich hier noch was drin? Nö. Okay, was wollte ich jetzt? Grundmaterialien? Ja, ganz toll. Glas, la 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 la. Achso, Batterie wollten wir gucken, ne? Batterie. Säurepilz und Kupfererz. Okay, wir müssen mal Säurepilz sammeln. Der müsste ja hier sein, ne? So, viermal. Oh. Aua! Ich habe gerade noch ein Medipack eingesammelt, weißt du? Dumme Sau. Dumme Saudi. Brauchen wir, glaube ich, zwei Pilze immer, ne? Ja, zwei Pilze und Kupfererz. Okay, wir haben zwei Batterien, ist nicht so schlimm. Würde ich direkt mal hier einmal einsetzen. Zack. Und schon nochmal wieder
Unser Seegleiter. Juhu. So. Ja, wir müssen immer noch schauen. Aber wir können ihn ja sonst nicht bauen. Das ist ja das Problem. Den Laserschneider. Weil ohne Diamant zweimal bringt uns das ja gar nichts. Schubkanone. Ich hoffe, man kann damit Sachen abbauen. Jetzt im Dunkeln suchen ist natürlich auch ganz toll. Warte mal, haben wir denn... Moment, warte mal. Ich bleib mal eben hier. Haben wir denn... Ciao. Hui. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg, ne? Welcome aboard, Captain. Captain. So, hier kannst du mir nichts. So, jetzt kann ich hier in Ruhe nochmal gucken. Und zwar, nenne ich Basis. Pflanzen, Tiere, Korallen, geologische Daten. Wo finde ich das denn? Ist das bei Bauplänen dann? Scheinwerfer. Scanner. Nee, Scanner Raum. Ausrüstung. Strahlenschutzanzug, Reparaturwerkzeug. Luftpumpen, Handscanner. Mobilfahrzeugstation, Seegleiter, Seemotte. Oh, Seemotte, auch schön, geil. Alter. Ich möchte nicht wissen, was die kostet, die Seemotte. Aber wo ist denn hier bei Ausrüstung das... Nee, ich suche den... Okay. Warte mal, wollen wir den Titan? Diamant? Nee, wir haben Diamant. Ja, Diamant brauchen wir ja, ne? War doch richtig, oder? Diamant, genau. Kann ich jetzt... Kann ich das jetzt untersuchen? Kohlenstoff... Erscheinungsform mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften. Toll. Ich dachte, ich kann jetzt hier nochmal irgendwie gucken. Wie ich das am besten gebrauchen könnte. Ja, Innenkastenbeet, Pflanzenkästen und Töpfe, Scanräume, Scheinwerfer, dauerhafte Lichtquelle zum Anbauen des bestehenden Basen und Errichtung. Okay, Shot. Ja. Toll. Lebensform, Pflanzen, Land. Ja, Palme. Das sind die Sachen, die wir gescannt hatten. Ich glaube, in der letzten Folge auf dem... auf der Insel. Laternenbaum, ganz wichtig. So. Gut, ja, dann müssen wir nochmal gucken, wo wir Diamant herkriegen. So. Dann düse ich am besten nochmal. Ja, am besten so in die Richtung hier. Schauen wir mal, ob wir in die Richtung irgendwas finden. Ist zwar Nacht jetzt. Aber müssen wir mal gucken. Vielleicht werden wir ja fündig. Oha. Das hatten wir, glaube ich, auch so abgebaut einfach. Es kann doch jetzt nicht so schwer sein, Diamant zu finden. Wir haben es doch vorhin auch gefunden. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Gleich kommt Ariel vorbeigeschwommen. Wo möchten Sie hin? Auf der Straße nach Süden. Huch, was ist das denn? Was ist das denn? Was sind das denn für Leute? Geh weg. Lass mich. Wie cool das denn? Wie sieht das denn aus? Wie cool. Oha. Das sind irgendwelche Lebensformen, die sich teleportieren können. Das ist nicht sehr gut. Ich brauche Diamant. Diamonds are forever. Kann ich scannen? Leuchtglobus. Cool. Der leuchtende Globus, was ist das denn? Das ist Kristall. Nee, Quarz. Ja, mit.
Komm, bitte Diamant. Bitte, 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 bitte. Natürlich nicht Kupfererz. Toll. Yo, I know. Da unten gehen wir gleich gucken. So. Erstmal wieder runter. Bin mir natürlich nicht sicher, ob es hier Diamant gibt, aber wir können ja mal schauen. Das sieht aus nach Salz. Das ist Salz, ja. Hier sind irgendwelche Fragmente wieder vom Schiff. Titan. Ich scheiße auf Titan, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade mal. Ich werde das auch nicht mitnehmen, ist mir egal. Warte mal. Zyklop, Maschinenfragment. Ist ja witzig. Okay, hier ist nochmal dieser Scanner. Laserschneiderfragment haben wir ja schon. Da würden wir jetzt nur Ressourcen kriegen. Wenn wir das scannen. Deswegen lasse ich es jetzt mal. Da auch nochmal. Also wären wir überall noch fündig geworden. Wenn wir hier nicht schon waren. Ich bin mir nicht sicher. Kupfer. Kupfer oder Gold, bin ich sicher. Okay, ja, verdammt, wo ist denn hier Titan? Titan. Jetzt sag ich schon Titan. Ich bin schon ganz durch den Wind. Diamant. Was ist das denn für eine Pipeline hier? Warum wird das hier so dunkel? Thirty seconds? Ja, ich weiß, I know. Okay. Dramatische Musik. So. Na, gucken wir mal. Also. Titan. Kupfererz, ganz toll. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir so neu vor. Hier ist noch eine Kiste. Oh, eine Batterie. Nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Oh, hallo. Natürlich. Zyklop. Was? Zyklop-Brückenfragment. Mhm. Interessant. Flasse. Flasse. Flasse Wasser. Flasse Wasser nehmen wir. Esse ich auch direkt mal. Hau ich mir direkt in den Balch. Alter, was? Wo sind wir denn hier? Sind wir am Schiff oder was? Noch eine Batterie. Und noch ein Maschinenfragment. Bin gespannt, was es macht. Noch eine Batterie. Zyklopenfragment haben wir schon. Ja, gut, aber ich brauche Diamonds are forever. Boah, ich bin so gespannt. Bin ja auch ein James Bond-Fan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja mega gespannt auf das James Bond-Spiel von den Hitman-Machern. Da erwarte ich ja sehr viel von, ne? Wir haben ja schon so lange kein James Bond-Spiel mehr gehabt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da ist eine Kiste. Ich würde sie mitnehmen wollen. 30 Seconds. Ja, ja. Und Strahlung. Ich glaube, wir sind in der Nähe vom Schiff, kann das sein? Das wirkt mir so förmlich. Jo. Aber wieso kommen wir am Schiff nicht mehr? Ach so. Ach, hier sind wir. Wir sind genau dahinter quasi. Lass uns mal nach hier düsen. Vielleicht finden wir ja hier ein paar Diamanten. Weil vorbeidüsen können wir ja. Nur nicht da hinten, also mach links.
Da ist es alles Salz. Da sehe ich so schemenhaft ein bisschen Untergrund. Also Grund. Ja, das sieht gut aus. 140 Meter. Ja, aber kein Diamant in Sicht. Bitte hier, bitte, 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 bitte. Nein, es ist nur Blei. Ja, lass mich. Okay. Kein Diamant. Da ist es Salz, ne? Ja. Warte mal. Lithium! Lithium, da ist Lithium! Lithium! No! Warte mal, Lithium brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Unsere Dings ist ja ganz, unsere Hülle. Ich brauch Diamant! Fick dich! I need Diamant, ich brauche ja gar kein Lithium mehr. Stimmt, unsere... Wir brauchen ja keine Hüllenverstärkung mehr. Unsere Base ist ja ganz. Ja, zumindest jetzt. Ich weiß ja nicht, was wir sonst noch brauchen. Wo ist denn... Da. Oh nein, geh weg. Lass mich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Lass mich. So. Trotzdem würde ich gerne nochmal schauen. Es muss doch möglich sein, nochmal Diamant zu finden. So. Irgendwo hier wird sich doch bestimmt noch ein bisschen Diamant verstecken, oder? Da vielleicht. Toll. Aber das Gestein sah auch gerade ein bisschen anders aus bei Lithium, ne? Es war so dunkler, als sie so hell. Ich hatte natürlich nicht darauf geachtet, was bei Diamant für ein Außengestein halt ist. Hier ist zum Beispiel auch dunkler. Ja, hier ist zum Beispiel Lithium drin. Also sieht wahrscheinlich, um das unterscheiden zu können, wahrscheinlich Diamant auch ganz anders aus. Na toll. Unter dem Meer, la 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 la. Was da unten wohl ist, ob man da wohl reinschwimmen kann? Gut. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Jawohl. Gut, ja, die Spinne sind schon wieder voll. Ich weiß gar nicht mehr, was brauchen wir denn nochmal für... wir brauchen erstmal unser Bauwerkzeug, ne? Mit der 4. Was kostet der uns denn nochmal so ein Spind? Alter, was wir jetzt hier alles haben, ne? Observatorium. Holy shit. Mehrzweckraum. 6x Titan. Geil. Labortisch. Ja, Spind. Hier, Wandspind. Toll, kann ich jetzt immer machen, weil das Fenster da ist. Egal. Kann ich noch einen bauen? Mist. Mal hier hin. So. Gestein. Noch mehr Gestein. Ich glaube, ich muss echt mal gucken, dass ich das mal irgendwie sortiere dann, damit ich weiß, wo was ist. Boah, wir haben so viele Batterien. Nein. Hallo? Stopp. Hör auf damit. Lass das. Batterie, Batterie, Batterie. Ist auch schon so langsam alles voll. Wichtig machen wir auch... Nein, ich will nicht hauen. Genau, so. Die behalten wir mal zum Auffüllen, weil das Ding ja auch schon wieder fast leer ist. 19% nur noch. Und dann... Genau. Strahlenschutzhelm?
Habe ich? Wieso habe ich den Strahlenschutzhelm hier? Wieso habe ich den nicht aufgesetzt? Muss ich den nicht anziehen? Muss ich den nicht anziehen, den Strahlenschutzhelm? Ich wollte doch gerade sagen. Habe ich gar nicht angezogen. Ja, toll. Deswegen wahrscheinlich kriege ich Strahlung. Naja, egal. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, was wir dann treiben. Wir müssen ja immer noch irgendwie an Diamant kommen. Vielleicht mache ich mich mal irgendwie schlau oder so. Mal gucken. Aber erstmal jetzt für diese Folge soll es mal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Subnautica. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.